Wir beginnen mit einem anderen großen Thema, nämlich Spiegelungen. Und der einfachste Fall der Spiegelung ist, wir haben zwei Punkte. Wir nennen sie den Punkt P und den Punkt F und wollen P an F spiegeln. Wir lassen die Sache konkret werden. P ist 2, 3, 9 und F soll minus 3, 2, minus 4 sein. Die Frage ist, wie gelange ich jetzt zum Punkt P' und was sind seine Koordinaten? Wir müssen einfach nur einen Vektorzug machen. Denn der Vektor PF führt nicht nur von P zu F, sondern auch gleichzeitig von F zu P'. Wir müssen ihn also nur zweimal nehmen. Und wo starten wir? Bei P. Also als erstes berechnen wir PF. Das geht per Spitze minus Fuß. Also minus 3, 2 und minus 4. Minus 2, 3 und 9. Und das gibt minus 5, minus 1 und minus 13. Kurz überprüfen, minus 5, minus 1 und minus 13, passt. Wir müssen erstmal zum Punkt P kommen. Wir nehmen also zunächst den Vektor von 0 nach P, addieren darauf den Vektor PF und sind dann bei F. Gut. Und dann nehmen wir ihn nochmal, also eigentlich gleich zweimal. Und gelangen so zum Punkt 0 P'. Oder, wenn man nicht über P gehen will, sondern gleich über F, könnte man auch sagen, ich gehe von 0 nach F und von da aus noch einmal mit dem Vektor PF. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er das lieber hat. Und das machen wir jetzt auch ganz konkret. Ich mache es einmal über die obere Variante. Wir haben also den Vektor 2, 3, 9 und addieren zweimal den Vektor minus 5, minus 1, minus 13. Das heißt, wir haben 2 minus 10, 3 minus 2 und 9 minus 26. Und das ergibt minus 8, 1 und 17, minus 17. Und das da gibt uns also an, dass die Koordinaten des P' minus 8, 1, minus 17 sind. Manch einer mag sich gefragt haben, warum habe ich den Punkt in der Mitte F genannt? Spiegelpunkte könnte man noch eher S bezeichnen. Der Grund ist dieser. Wenn wir in den folgenden Fällen Punkte an Geraden oder Ebenen spiegeln, dann brauchen wir dazu einen Fußpunkt. Sobald wir diesen Fußpunkt gefunden haben, machen wir exakt dasselbe wie hier. Deswegen nochmal der Fall, wir bilden den PF-Vektor und wenden ihn einfach zweimal von P aus an oder einmal von F aus an. Mehr ist es nicht. Und jetzt schauen wir uns die Fälle Punkt zu Gerade und Punkt zu Ebene an. Wir wollen einen Punkt P an einer Geraden G spiegeln. Der Punkt liegt nicht auf der Geraden, das muss jetzt hier nicht gezeigt werden, aber der Punkt liegt definitiv nicht auf der Geraden und wir wollen ihn daran spiegeln. Was wir jetzt brauchen, wäre ein Fußpunkt. Vielleicht soll ich das erstmal kurz hinzeichnen, wie das Problem dann aussieht. Ich habe diesen Aufpunkt, ich habe diese Richtung und das hier ist unsere Gerade G. Die liegt irgendwie im Raum. Und irgendwo anders liegt unser Punkt P. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, wir wissen gar nicht, an welchem Punkt wir P an der Geraden spiegeln können. Wir kennen den Fußpunkt nicht. Jetzt könnte man sagen, ja, probier's doch mit dem Aufpunkt, aber der Aufpunkt, der geht vielleicht für den Punkt hier und den Punkt hier
und alle Punkte hier, aber eben nicht für den Punkt P, in den meisten Fällen. Also müssen wir erstmal den Fußpunkt bestimmen. Den Fußpunkt bekommt man relativ schnell, wenn man eine Hilfsebene aufstellt. Wir benutzen den Richtungsvektor der Geraden als normalen Vektor einer Ebene. Und wie man das schon an meiner Zeichnung gesehen hat, wir benutzen den Punkt hier als Aufpunkt dieser Ebene. Was wir erhalten, ist jetzt eine Ebene, die praktisch so im Raum steht, senkrecht zu dieser Geraden. Und das Schöne ist, dadurch, dass sie senkrecht zu der Geraden steht, bilden wir hier das Lot. Und genau dort, wo sie sich schneiden, genau hier ist unser Punkt F. Und wenn wir den hätten, wenn wir den haben, dann ist der ganze Fall schon geritzt. Das geht genauso wie vorher. Wir nehmen also den Richtungsvektor als normalen Vektor und den Punkt P als Aufpunkt der Ebene. Alles, was wir jetzt tun brauchen, ist den Schnitt von dieser Geraden mit dieser Ebene ausrechnen. Dazu gibt es auch noch ein anderes Video. Wir machen das jetzt einfach, indem wir erstmal diese normalen Formen in Vektordarstellung in Koordinatendarstellung umschreiben. Wir bestimmen das N0, dazu setzen wir den Punkt ein und erhalten 2 mal 6, also 12, plus 3 ist 15. Sofern ich mich also nicht verrechnet habe, muss N0 minus 15 sein. Jetzt setzen wir für die einzelnen Komponenten von x unsere einzelnen Komponenten der Geraden ein. Also, wir erhalten, Lambda ist 10 Siebtel. Und alles, was wir jetzt noch tun brauchen, ist, dieses Lambda in die Gerade einzusetzen, um den Schnittpunkt herauszubekommen. Und diesen Schnittpunkt nennen wir in diesem Fall F, den Fußpunkt. Unsere Hilfsebene E, vielleicht nennen wir sie EH, um zu betonen, dass es eine Hilfsebene ist, dient nur dem Zweck, den Fußpunkt auf der Geraden zu unserem Punkt P zu bestimmen. Und ab jetzt müssen wir nur noch, wie im ersten Beispiel gezeigt, den Punkt P am Punkt F spiegeln. Wir stellen eine Hilfsebene auf mit dem Richtungsvektor der Geraden als normalen Vektor und dem Punkt, den wir spiegeln möchten, als Aufpunkt. Dazu benutzen wir entweder die normalen Formen in Vektordarstellung oder in Koordinatendarstellung. Ich habe mich gleich für die Koordinatendarstellung entschieden, mit der komme ich einfach ganz gut zurecht. Und man löst die Gleichung auf nach Lambda, bekommt Lambda heraus, setzt Lambda ein in die Gerade und hat den Fußpunkt. Dies ist die Aufgabenstellung. Wir spiegeln einen Punkt an einer Ebene. Die Ebene haben wir bereits in Normalform, und zwar in Vektordarstellung und in Koordinatendarstellung. Wir haben beide schon mal hingeschrieben. Das bedeutet jetzt, wer eine Ebene in Parameterform hat, muss die jetzt umwandeln in Normalform. Er kommt sonst nicht drum rum. Man merkt nämlich schon an der Aufgabenstellung, wenn wir spiegeln, dann brauchen wir den Fußpunkt. Der Fußpunkt ist der Punkt auf der Ebene, der sich durch das Lot zum Punkt P ergibt. Und wenn wir schon das Wort Lot und senkrecht hören, dann denken wir bei Ebenen automatisch an die Normalform. Also wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir die Normalform hätten. So viel vorab. In diesem Fall haben wir sie. Wenn man sie nicht hat, muss man sie umwandeln. Wir haben die Ebene minus 1, 0, 1, der Normalvektor, mit dem Aufpunkt 3, 3, 7. Wir haben den Punkt P, 9, minus 4, 2. Wir wollen ihn spiegeln an der Ebene E. So, wie kommen wir auf den Fußpunkt hier unten F? Wir brauchen diesmal keine Hilfsebene, sondern eine Hilfsgerade. Wie bilden wir sie? Wir nehmen den Normalvektor der Ebene als Richtungsvektor der Geraden.
Oder nach oben in diesem Fall, ja. Das ist ein bisschen blöd zu zeichnen. Auf jeden Fall nehmen wir den normalen Vektor der Ebene als Richtungsvektor der Geraden. Der Aufpunkt der Geraden ist der Punkt P. Dies ist jetzt unsere Hilfsgerade G. Im vorigen Beispiel haben wir eine Hilfsebene gebraucht. Aber ähnlich dazu, lassen wir diese Gerade mit dieser Ebene jetzt schneiden, erhalten wir als Schnittpunkt den Punkt F, den Fußpunkt zum Punkt P. Und genau den brauchen wir, denn ab da müssen wir nur noch P über F zu P' spiegeln. Wie man jetzt Geraden mit Ebenen schneiden lässt, das haben wir schon in den vorigen Videos geübt und besprochen. Wir müssen eigentlich die Gerade nur noch hier einsetzen. Genauso wie im Beispiel davor, nur dass das hier jetzt eine Hilfsgerade ist und vorhin war das hier eine Hilfsebene. Prinzipiell egal, wir brauchen jetzt den Schnittpunkt. 2 plus 1 mal Lambda minus 4 ist 0. Das heißt, wir haben minus 9 plus Lambda plus 2 plus Lambda minus 4. Ist 0 oder minus 9 plus 2 ist minus 7, minus 4 ist minus 11, plus 2 Lambda ist 0, 2 Lambda ist 11 und Lambda ist 11 halbe. Und der letzte Schritt ist immer gleich bei einem Schnittpunkt. Wir erhalten ein Lambda oder ein μ oder was auch immer. Wir erhalten jetzt einen konkreten griechischen Buchstaben, in diesem Fall Lambda gleich 11 halbe, und setzen ihn wieder in die Gerade oder in die Ebene ein. In unserem Fall in die Gerade. Also wenn wir Lambda gleich 11 halbe hier einsetzen und die beiden Vektoren miteinander verrechnen, erhalten wir als Lösungsvektor die Koordinaten des Punktes F.